Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier von der Mühlenkreis Mittelland. So, wir stehen hier an unserem Feld und haben Kisten geladen und wollen mal gucken, wie dieses ganze System funktioniert. Die hat kein Feld gefunden, na guck dir das an, aber jetzt. Okay, es wird abge... Okay. Nimmt gleichzeitig zwei rein, obwohl er eigentlich nur eine sollte. Schauen, ob das da hinten überhaupt passt mit den Bäumen und so weiter. Okay, hier. Kommen die beiden sich jetzt gerade ein bisschen in die Quere. Okay. Gut aufeinander abgestimmt. Oder auch nicht. Fahren wir mal zurück. Dass der mit seinem Pappelhobel weg ist. So, weiter geht's. Also, hier werden jetzt Karotten geerntet. Und wir müssen hier auf jeden Fall eins machen gerade. Hoffentlich funktioniert das. Hoffentlich funktioniert das. Heidi, weil hier natürlich alles irgendwie im Wege ist, ne? Und ich komme mal hier durch. Ach, da stehen diese blöden Stühle. Warum ist da eigentlich kein Tisch? Stühle stehen da rum, aber kein Tisch. Da ist ein Reh. Kids. Mach dich mal vom Acker, danke. Aber es wird funktionieren. Es wird funktionieren, was wir hier vorhaben. Okay. Aber... Wow. Der hat ja... Der lenkt ja so ein bisschen, wo er hinlenken will, ne? Glaube ich, die Lenkachse hier bei diesem Gerät nicht unbedingt sperren. Mal gucken, ob das ausreicht, was wir hier gemacht haben. Okay. Schon zwei Reihen weg. Ist perfekt. Jetzt mal einmal Folgendes machen, weil da hinten eine Reihe stehen geblieben ist. Die werde ich jetzt mal einmal manuell wegnehmen. Hoppla. Warum? Bisschen schwierig. So. Kriegen wir diese Reihe einzeln weg und dann nimmt er beide. Okay, perfekt. Das sollte funktionieren. Hier hinten haben wir auch noch eine Reihe, die übrig ist. So, sehr schön. Dann machen wir jetzt Folgendes, in der Hoffnung, dass er eben alles das absammelt,
was wir absammeln müssen. Gut, wo geht er hin? Nimmt jetzt nur die Reihe raus, okay? Dann müssen wir die andere gleich nochmal manuell machen. Wie weit ist denn der da mit seinen scheiß Pappeln? Hier nimmt er echt nur eine Reihe, okay? Also, eine Kiste ist voll. Zweite gleich auch und die dritte sowieso. Da vorne hat er wieder ein Stück. Ah ne, das können wir auch gewesen sein, okay? Ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Warte mal. Dass uns unser dummer Baum da in die Quere kommt. Und nicht nur der. Das wird ein massives Problem. Also die Birke stört und der andere auch. Kann ich eigentlich diese Lenkachse sperren? Macht er das? Ja, tatsächlich. Das ist schon mal viel wert, okay. Also wie wir das da dann bewerkstelligen an der Stelle, das weiß ich auch noch nicht. Wir könnten dann querfahren. Ich habe das Gefühl, wir brauchen den anderen Ernter noch, oder? Nee, was wir brauchen, pass auf. Ich habe keine Motorsäge dabei, aber diese Tanne hier, die ist kontraproduktiv, die muss weg. So, Kettensägen. Was haben wir denn hier Schönes? Aha, komm, wir nehmen die gute Stiel. Okay. Ah ja, ich habe das Gerät bereits gekauft. Okay, super. So. Ist die blöde Tanne weg. Mit dem Rest sollten wir irgendwie hinkommen. Okay. Wurde gestoppt, alle Boxen sind voll. Okay. Also, was müssen wir jetzt machen? Y, Boxen entladen. Stehen jetzt natürlich mitten auf dem Acker. Was jetzt natürlich blöd ist. Was jetzt natürlich richtig blöd ist, dass wir hier ständig neue Kisten kaufen müssen. Und die nicht automatisch nachgeladen werden. Vor allen Dingen. Mal gucken, wie wir die dann anschließend auch hier wegbekommen.
Du willst fertig sein mit der Arbeit, ja? Okay. So, und wozu bist du jetzt zu dumm? Mit diesen Kisten, das ist ja so eine Sache für sich, ne? Kriegst du ja. Ich meine, ich müsste das mal nachschauen, ob man die mit irgendeinem Autoloader wegbekommt. Nichts, auch nicht schlecht. Okay. Also es ist reichlich umständlich, das muss man mal so sagen. Ich glaube, das größte Problem im Landwirtschaftssimulator bei solchen Aktionen ist aber auch, dass du, wie soll ich sagen, dass du den ganzen Scheiß ja mehr oder weniger alleine machst. Das ist ja das Ding, welches. Ja, dann können wir beim Händler mal gucken. Anhänger, also wir brauchen auf jeden Fall wahrscheinlich Geld. Anhänger, Anhänger, Anhänger. Gucken wir mal hier. So, welche können denn können? Ja, die können schon alles laden, aber was ist mit dem hier? Was ist mit dem? Brandner Autoload. Welcher Anhänger? Welcher Anhänger? Lädt uns die Paletten. Das weiß keiner so genau, ne? Wollen wir mal. Einundneunzig müsste gehen. Eins. Okay. Standard. Die Frage ist, was lädt der? Flüssigkeiten, Big Pack Paletten, Big Packs, Euro Paletten, Gemüse Paletten. Die kann er offensichtlich. Das heißt, wir mieten das Ding jetzt einfach mal.
Warum bist du schon wieder fertig? Ganz ehrlich, du kannst die Helfer dabei vergessen. Mal jetzt im Ernst. Durch ein Objekt. Durch die Kiste jetzt, oder was? Nicht dein Ernst. Okay. Wir gucken mal. Ob wir die Gemüsepaletten damit aufgeladen kriegen. Und wenn ja, wie viel? Ui. Oh, ein Abenteuer für sich, du meine Güte. So, komm. Ja, aber sowas mit mehreren Leuten dann zu spielen auf einem Hof, wo dann, ja, wie soll ich sagen, Erntehelfer, die dann aufladen und so weiter und so fort, das hätte schon, hat schon was. Aber du brauchst die Leute dafür. Deswegen Aufruf an euch, wer Bock hat, auf RP im LS 22, später 25, gerne bei uns melden. Kommt dazu im Discord, Link in der Videobeschreibung. Wir sind nicht immer da, schreibt einfach irgendwas, das sollte funktionieren. Ich werde nachher erstmal sehen, dass ich dieses blöde Schmierfett hier da rauskriege. Ja, super. Also, das wird hier noch ein Stückchen Arbeit. Vor allen Dingen, wenn er die Paletten nicht eigenständig nachkauft. So, wir sind mal hier. Mal gucken, ob er sie lädt. So. Funktioniert ja wunderbar, nämlich gar nicht. Hervorragend. So lieben wir's. Da muss ich echt noch mal gucken, mit was du diesen Krempel hier laden kannst. Dafür, dass das funktionieren soll mit Gemüsepaletten, ist das ganz schön armselig jetzt gerade. Wenn ich jetzt recht habe, ist die Palette hier auf der Seite wieder runtergefallen. Sehr schön. Genau, kann man gebrauchen. Also müssen sie so rum da drauf. Damit sie nicht purzeln. Perfekt. Ja. So geht's dann tatsächlich.
Einmal zurück. So passt es. Ja, siehst du, das ist ja gut, okay. Aber da muss ich mich mal mit meiner Truppe kurz schließen. Es gibt da welche, die haben dieses schon ausprobiert mit den Kisten. Die werden mir unter Umständen oder auch ihr sagen können, mit was ich diesen Müll was ich diesen Müll hier packen kann. Gut, okay. So, wo ist er hin? Fährt noch, fährt nicht mehr. Vor allem lässt er die Hälfte stehen. Das ist noch viel schlimmer. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Gefällt mir jetzt nicht sonderlich gut. Ich muss mal eben was schauen. Und zwar hatten wir bei den Erntemaschinen, nicht Zuckerrohrtechnik, diverses, genau. Das ist die Maus, okay. Rübentechnik. Habe ich die Mod hier drin? Nein, die Mod habe ich hier nicht drin. Die müsste ich mir dann mal holen von der Galgenberg. Da haben wir nämlich ein System drin, mit dem wir quasi, ja, wie soll ich sagen, macht Sinn, wenn man alleine spielt, so wie ich jetzt hier. Da haben wir nämlich einen Rübenroller, der quasi alles kann, was in dem Fall auch sinnvoll ist, tatsächlich. So. Ja, aber also Gemüse soweit, naja, okay. Wenn du das allerdings alleine spielst, kannst dir gerne mal den Spaß verhageln. Geht doch. So. Weil das ist. Überleg mal, wie lange wir bei dem für das Feld jetzt brauchen würden. Wir holen uns noch den anderen Gemüseroder ran und werden dann manuell noch abfahren. Ich glaube, das machen wir dann tatsächlich in der nächsten Folge. Wir bringen das Ding gleich erstmal weg. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde durch. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht.
So. Die haben wir jetzt drauf. Und die auch. Okay. So, komm. Lass uns das Ding wegbringen. Ich versuche auch mal, dieses Schmierfett loszuwerden. Jetzt zwischen den Folgen. Nee, das ist echt kontraproduktiv. Das gefällt mir nicht. Und ich werde mir den anderen Roder ranholen und mit dem werden wir dann auch die restlichen Felder abernten tatsächlich. Eigentlich kann ich den auch wie folgt zurückgeben. Wartet mal. Hier mehr gemietete Geschichten. So, zurückgeben. Ja. Escape. So, weg ist er. Kann ich mir nämlich von hier... Ich glaube, ich habe entsprechend zwei Anhänger, die ein bisschen mehr, ein bisschen mehr packen als normal. Nämlich die zwei hier. Ich glaube, das sind die von mir überarbeiteten. Einfach wieder übers Feld. Ist ja nichts drauf und außerdem ist es mein Feld. Gut, dann lassen wir den mal stehen und mieten uns die Gemüsetechnik. Dann machen wir mal diesmal kein Kennzeichen. Okay. Und wir mieten. Ich habe nicht genügend Geld. Wow. Okay. Gut. Dann muss ich tatsächlich ein bisschen mogeln. Spielstand, warte mal, Geld hinzufügen, okay. Wir nehmen mal 20.000, okay? Das ist nicht die Welt. Gemüsetechnik. Okay. Bieten. Ja. So. Jetzt bin ich immer gespannt. Also hier passt schon wieder irgendwas nicht. Liebe Leute, lasst ein Däumchen, lasst ein Abo da. Seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann werden wir das hier mit diesem Gemüseroder testen. Was da passiert, was da geht und so weiter und so fort. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.